So, wie fange ich das jetzt am besten an? Hi, ich bin Chaos und willkommen zum ersten richtigen Nähprojekt, bei welchem ich versucht habe, den gesamten Prozess mit Kamera mitzuverfolgen. Und zwar nähe ich ein selbst entworfenes Ballkleid, welches vom Dunkelfürsten Girahim, dem Bösewicht aus Zelda Skyward Sword, stark inspiriert wurde. Oder anders gesagt, ich konnte ihn mir einfach in einem Ballkleid ganz gut vorstellen. Ob er es jetzt nun tragen würde oder nicht. Außerdem habe ich einen kleinen Narren daran gefressen, Charakterdesigns in Ballkleider zu verwandeln. Und da bot sich Kira einfach perfekt an. Falls ich im Video übertrieben lachen sollte oder ihr meinen Mund zu lange bewegen seht, ohne dass ihr etwas hört, dann lasst euch davon einfach nicht stören. Denn die Erklärungen lege ich alle per Audiospur über das Video, da sich das sonst mit dem Videorest beißen würde. Und auch mit den anderen Videos, die zu diesem Nähprojekt gehören. Da ich das Kostüm ja selber entworfen habe, habe ich ja auch kein Schnittmuster. Deswegen erstelle ich mir einfach selber eins. Dazu braucht man nur einen Stift, Paketband und Frischhaltefolie, mit welcher mich meine Helferhand Melody einpackt. Diese Technik nutzen viele Cosplayer, um sich beispielsweise Schnittmuster für ihre Brustrüstung herzustellen. Unter ihnen ist die liebe Kamui Cosplay, von der ich diese Technik ursprünglich herbeziehe. Nach einigen Schichten und Umwicklungen mit Frischhaltefolie folgt eine Schicht Paketband. Ich musste wohl oder übel durchsichtiges nehmen, da wir kein anderes da hatten, obwohl natürlich braunes oder Gaffer sogar noch besser gewesen wäre. Aber wozu einfach machen, wenn es auch schwierig geht? Nun nehmt ihr einen Permanentmarker und zeichnet die einzelnen Teile des Schnittmusters auf euren Körper bzw. lasst sie aufmalen. Das muss allerdings noch nicht allzu genau sein, da wir das erst später alles ausbessern. Mein Oberteil besteht aus insgesamt 6 Teilen, bestehend aus 2 vorderen Seiten, 2 Rücken und 2 Vorderteilen. Jetzt kommt der schönste Teil. Ihr dürft euch endlich aus den Fängen der Folie und des Paketbandes erretten. Dazu schneidet ihr das Ganze einfach an einer geeigneten Stelle auf und befreit euch. Und wie toll dieses befreiende Gefühl ist, dürftet ihr an meiner Reaktion sehen. Es ist wahnsinnig toll. Übrigens, so eine Plasteweste ist richtig warm. Also perfekt für den kalten Winter. Die einzelnen aufgemalten Schnittmusterteile schneidet ihr nun auch noch auseinander.
Tada, die ersten Muster. Und diese bringt ihr jetzt alle auf Zeitungspapier und schneidet die Teile aus, damit ihr besser mit ihnen arbeiten könnt. Diese Zeitungspapierteile wiederum klebt ihr mit Klebeband an den späteren Nähten wieder zusammen und probiert diese vorsichtig an. Wenn es passt, dann gut. Wenn nicht, dürft ihr noch einmal von vorne beginnen. Da die einzelnen Teile des Oberteils des Kleides bei mir symmetrisch sind, schneide ich nun die Klebebandnähte wieder auf und fusioniere jeweils zwei gleiche Teile miteinander und bessere einige Rundungen und so weiter aus, um ein endgültiges Schnittmuster zu erschaffen. Und damit sind die drei verschiedenen Schnittmusterteile endlich fertig. Es ist eine relativ lange Prozedur für ein Schnittmuster, was als Oberteil angedacht ist. Aber wie ich finde, es hat sich einfach gelohnt. Nun kommt der zweite Teil des Oberteils, beziehungsweise das anschließende hintere Rockteil, wenn man es so nennen kann, denn eine richtige Schleppe ist es ja nun eher nicht. Dazu lasse ich mir meine Länge von der Taille bis zu den Knöcheln abmessen, welche bei mir 98 cm beträgt. Euch ist es natürlich freigestellt, wie lange ihr das hintere Teil haben wollt. Diese Länge nehme ich jetzt und bringe diese auf ein langes Stück Zeitungspapier. Und um zu wissen, wie breit das Schnittmuster sein muss, nutze ich die Breite eines Seiten- und Rückenteils, was ihr hier leider nur schlecht sehen könnt. Dann zeichne ich freihand grob eine Art spitz zulaufendes Blatt, damit es wie Gireins spitzendender Umhang aussieht. Freihand ist aber immer eine relativ schlechte Option,
Deswegen bessere ich das noch mittels Schneiderlineal aus. Achtet bei der Plattform bitte darauf, dass die Seiten leicht gekrümmt zulaufen, damit die Form nicht so statisch wirkt. Diese Krümmung bekommt ihr symmetrisch hin, indem ihr dann das Schnittmuster der Länge nach faltet und so dann ausschneidet. Und schon seid ihr mit der Vorbereitung, dem Schnittmuster erstellen, fertig. Ich hoffe, euch haben die kleineren Tipps geholfen und ihr könnt nun mit eurem eigenen Projekt loslegen. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Video. Eure Chaos.